Ja, und damit herzlich willkommen. Zum Glück waren wir noch nicht drauf, als wir gerade noch so ein bisschen Technik-Talk hatten, was man so in der Corona-Zeit alles an Equipment braucht, um irgendwie Social-Media-mäßig aktiv zu bleiben und mit der Außenwelt in Kontakt treten zu können. Und damit herzlich willkommen zur 15. und letzten Ausgabe dieses Jahres des Team Deutschland Athleten-Talk Schritt für Schritt, der ursprünglich mal ganz anders geplant war. Wir wollten die Athleten der deutschen Olympiamannschaft begleiten auf ihrem Weg nach Tokio 2020 zu den Olympischen Spielen. Wollten zeigen, wie sie sich vorbereiten, welche Trainingseinheiten sie haben, welche Höhen, welche Tiefen, welche Verletzungen, welche Glücksmomente auf dem Weg nach Tokio, bis zu hoffentlich Olympischen Spielen, die erfolgreich verlaufen sind. Aber wir wissen es alle, es ist ganz anders gekommen und wir mussten umdisponieren und daraus ist dieses Format, dieses Online-Format entstanden, wie es jetzt in der 15. Ausgabe so ist, wie der ein oder andere es schon kennen mag. Alle die, die das erste Mal hier sind, auch noch ein herzliches Willkommen. Und ja, zum 15. Talk, Team Deutschland Athleten Talk, begrüße ich drei wunderbare Athleten wieder aus unterschiedlichsten Sportarten. Das ist immer das Schöne, auch an Olympia. Wenn man in seiner eigenen Sportart so ein bisschen verhaftet ist, dann denkt man immer, mehr gibt's nicht. Aber auch hier lernen wir wieder, dass es eine ganze Menge mehr Sportarten gibt als Leichtathletik, muss der Leichtathlet jetzt sagen. Und da haben wir als erstes mit viel Rhythmus und allerlei Sportgerät unterwegs, ist die rhythmische Sportgymnastin Nathalie Köhn. Und die sitzt da. So, hallo Nathalie. Hallo. Kein Berg ist so hoch, keine Wand zu steil. Und wenn es einen kleinen Spalt gibt, da krallt sie sich fest. Die Sportkletterin Hanna Meul. Hallo Hanna. Da, genau, die Hanna, Sportklettlerin. Da muss ich immer aufpassen, dass ich mir nicht die Zunge breche. So. Und dritte Runde in der Schule heißt es Federball, aber das glaube ich bei ihm ein Schimpfwort. Mittlerweile ist er schon ganz lange in anderen Sphären angekommen, der Batman-Spieler Marc Lambsfuß. Hallo Marc. Hallo. Damit sind wir komplett. Wer von euch wird sich als Exot bezeichnen? Wir vielleicht, ich? Ja, Olympiasport-Exoten. Ja, sind Exoten, wie Formel-1-Fahrer. Macht kein Mensch, gucken aber alle. So. Ne? Nathalie, ja, erzähl mal bei dir. Normalerweise rhythmische Sportgymnastik. Ja. Ist jetzt nicht so die Disziplin, die direkt nach Fußball kommt. Nee. Da ist noch einige Sportarten dazwischen. Ja, höchstens zwei. Wie fühlt es sich da an? Also, es ist schon doof, dass wir halt nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie zum Beispiel Fußball oder manch andere Sportart. Und auch, dass die Menschen so oftmals gar nicht wissen überhaupt, was unsere Sportart ist. Und das ist schon eigentlich schade, weil unsere Sportart eigentlich echt eine total interessante und aufregende Sportart ist zum Angucken. Und ja, das finde ich halt immer sehr schade, dass das halt auch in den Medien nicht so präsent ist. Okay, dann gehen wir gleich mal zu Hanna, die im Klettern unterwegs ist. Und spätestens als Ninja Warrior wissen wir, was das bedeutet, zu klettern. Und meine Kinder, drei an der Zahl, die sitzen ja glücklicherweise jetzt oben am Esstisch und essen und kriegen das hier nicht mit. Und wir bauen denen für Weihnachten so einen Kletterparcours rein. Also das ist ja, muss man sagen, auf der einen Seite ist es eine neue Sportart, die noch nicht so bekannt ist, aber jetzt natürlich so ein bisschen gehypt wird. Klettern tun, glaube ich, noch nicht so viele. Wie würdest du deine Sportart einschätzen? Ja, also ich kann mich da auch Nathalie nur anschließen. Also ist schade natürlich, dass es in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen ist, aber es kommt, wie man ja sieht, auch durch Ninja Warrior und so. Und ich bin mega froh, dass es jetzt auch zu Olympia geschafft hat. Und ja, deswegen habe ich gerade auch mich noch gar nicht so als Exotin bezeichnet, weil ich denke, so Klettern ist so eigentlich ja eine normale Art, sich vorzubewegen. Also ich meine, jedes Kind ist irgendwie geklettert, sei es auf dem Baum oder am Klettergerüst, deswegen, ja, aber genau. Ja, wäre ja auch schlimm, ne, wenn ihr sagen würdet, das, was ihr macht, ist nicht normal. Ja. Für euch komplett normal. Marc, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte im Sportabitur hatte ich Badminton als erstes Fach. Ja. Also, nimm dich in Acht vor mir. Ich war kein Schlechter. Das hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Dass da Leute zu dir kommen und sagen, ey, ich kann super Federball spielen. Das habe ich schon sehr oft gehört. Ja, die meisten wollen auch eine Wette eingehen. Und ich bin auch bereit und offen für eine Wette.
Ja. Falls du Lust hast. Aber ja, es ist, ja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht exotisch. In Deutschland selbst schon, aber in Asien sind wir auch recht bekannt. Und das ist schon so, dass es in ein paar Ländern Sportart Nummer 1 ist. Und ja, in Europa kann man sich recht frei rumbewegen, aber in Asien ist es ab und zu schon auch so, dass man, wie jetzt zum Beispiel in Indonesien, als Star da behandelt wird. Aber ja, in Deutschland schon exotisch. Ja, hab ich jetzt gesehen in der Vorbereitung. Also da gibt es dann Turniere dotiert mit 1,5 Millionen Dollar, ne? Das ist ja. Das ist aber auch das allerhöchste Turnier. Das ist jetzt in 4 Wochen, findet das statt. Ja. Das sind diese World Tour Finals. Ja. Aber ja, das Preisgeld wird auf alle aufgeteilt. Also wenn man eine Runde, nee, bei der Teilnahme schon gibt es auch einen kleinen Betrag. Deswegen, der Gewinner bekommt jetzt keine 1,5 Millionen leider. Nee. Aber trotzdem, ja, es wird immer größer. Ja, hier in dem Stadion, WM-Stadion von Doha, da kriegt der 8. Platzierte, glaube ich, 1.000 Dollar. Ne, der 8. Beste der Welt kriegt 1.000 Dollar Preisgeld. Ha, naja, ja, ist auch was. Ist ja nicht schlecht. Ja. Ne? Erste Runde haben wir beendet. Also wenn ihr da draußen Fragen habt an unsere drei Olympiasportler, Olympiasportler darf man ja noch nicht sagen, ne? Nein, aber an unsere drei wunderbaren Sportler, die demnächst hoffentlich bald zu den Olympischen Spielen fahren werden, dann habt ihr die Möglichkeit, bei Facebook und YouTube Fragen zu stellen unter dem Hashtag FragHanna, Hashtag FragNathalie oder Hashtag FragMark. Und da könnt ihr alles in Erfahrung bringen, was ihr immer schon wissen wolltet. Mit wie vielen Jahren man zum Beispiel zur sportlichen, zur rhythmischen Sportgymnastik, nicht zur sportlichen Rückengymnastik kommt, also zur rhythmischen Sportgymnastik. Entschuldigung, hat Nathalie. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Also ich habe mit 7 mit der rhythmischen Sportgymnastik angefangen, aber schon relativ früh mit 2 mit dem Ballett. Also Ballett konnte man das damals noch nicht wirklich nennen, also das geradeauslaufen, Füße strecken, die ersten Dehnübungen, also sozusagen das Kinderturnen im Prinzip habe ich halt beim Ballett gemacht, bis ich 6 war und dann bin ich in eine Show- und Tanzgruppe gewechselt. Also da war es eher noch für mich ein bisschen spaßiger und dann mit 7 wurde ich halt gesichtet für die rhythmische Sportgymnastik und seitdem immer dabei, nie gewechselt. Aber das ist ja auch so ein Weg, ne? Also man, glaube ich, machen viele erst mit Ballett anfangen, um diese Grundlagen zu lernen, um sich dann weiterzuentwickeln und was zu suchen. Im Prinzip könnte man auch direkt mit der rhythmischen Sportgymnastik anfangen, dann im Alter von 5, 6, manche haben auch schon mit 4 angefangen, aber viele sind zum Beispiel auch vom Turn gewechselt in die rhythmische Sportgymnastik oder halt eben vom Ballett, ja. Mhm. Mein Vater hätte mich ja fast mal zum Ballett geschickt, ne? Da bin ich heute noch dankbar, dass er es nicht durchgesetzt hat, also weil ich so komische Füße hatte, also so... Ja, Plattfüße ohne Ende. Und da hat er gesagt, beim Ballett, da wirst du erstens gelenkig, zweitens kriegst du Taktgefühl und drittens kriegst du gute Füße. Kannst du das widerlegen oder ist da was Wahres dran? Nee, das stimmt schon. Also ich weiß nicht, bei Plattfüßen, da kenne ich mich nicht so medizinisch aus, ob man das irgendwie wegkriegen kann, aber man kriegt auf jeden Fall Taktgefühl und auch man lernt seinen Körper gut kennen. Und also gut. Da müssen wir ihm leider recht geben. Also hätte ich das mal gemacht, wäre ich vielleicht auch Olympiasieger geworden. Ja, naja. Vielleicht. Ist zu spät. Ich habe 3 Kinder, die sind dann ja auch in diversen Sportvereinen und wir haben dann mal Sport in der einen Halle gemacht und mussten dann durch die andere Halle, als das alles noch möglich war, ja durch die Halle der rhythmischen Sportgymnastik. Und was mir da aufgefallen ist, dass da immer eine sehr, sehr große Disziplin herrscht. Also eine sehr krasse Ansprache und eine sehr große Disziplin. Ist das normal? Ist das nötig? Schüchtert das ein? Wie geht es dir dabei? Also, dass eine große Disziplin ist, das ist schon normal, weil halt, wenn alle durcheinander reden und jeder das macht, was er möchte, dann kommen wir nie ans Ziel und wir hören halt immer auf das, was der Trainer sagt und machen das dann auch. Und klar, manchmal können wir dann auch sagen, wenn wir irgendwas anders machen möchten oder sonst irgendwas, aber im Prinzip, das, was die Trainerin sagt, das wird auch gemacht und wir sind dadurch, dass ich in der Gruppe bin, müssen wir 5 Mädels, die gerade turnen, auf jeden Fall immer das Gleiche machen und die Disziplin behalten, weil sonst kommen wir auf gar keinen Nenner. Also sonst macht jeder das, was er will und dann... Ja, kommen wir zum Berg, Hanna, oder zur Wand. Kannst du machen, was du willst?
Du bist ja alleine unterwegs. Ja, also Klettern ist ein Individualsport und im Wettkampf bist du alleine an der Wand. Kannst dich halt nur auf dich selber verlassen. Und ich glaube, in der Sportart, da bin ich auch ziemlich froh drüber, ist man ziemlich frei in dem, was man tut. Also ich bin auch so ein Typ, ich bin immer gerne den Weg gegangen, der sich für mich irgendwie am besten angefühlt hat und dann natürlich auch in Begleitung mit dem Trainer, aber auch immer dann individuell abgesprochen. Aber war das dann der schwere Weg oder der leichte? Welchen bist du gegangen? Für mich den besten, also wahrscheinlich für mich auch den leichtesten Weg, so wie es am besten passt. Natürlich ist, glaube ich, Leistungssport nie ein einfacher Weg, aber ja, ein für mich sehr guter Weg. So. Wann hat es sich für dich so gut angefühlt zu klettern? Also du sagtest ja gerade schon, Kinder klettern einfach, aber irgendwann wird es ein Sport. Genau, also ich bin mit 7, habe in eine Kindergruppe gekommen. Und davor war meine Schwester mal auf einem Kindergeburtstag eingeladen und dann ist sie auch in eine Kindergruppe gekommen. Da war ich aber noch viel zu jung und musste immer mit in die Kletterhalle und mit meiner Mutter da auf sie warten. Bin aber dann auch immer schon so ein bisschen geklettert und es hat mir einfach mega Spaß gemacht. Und als dann eben die Kindergruppe für mich, auch für kleinere Kinder gab, ja, konnte ich eigentlich nicht mehr aufhören. Also das war dann so die Sportart, die mich mein Leben lang begleitet hat und ja, das war am Anfang eher so ein Spiel, wirklich. Das war mein Lieblingsspielplatz, würde ich sagen. Und das ist ja auch immer noch. Ja, ich glaube, so muss es sein. Ich habe meinen Kindern Videos von dir gezeigt auf Instagram. Und dann sagt die, beim ersten Klimmzug, sagte mein mittlerer Sohn, die macht einen Klimmzug. Was denkst du, was sie noch kann? Dann habe ich da ein bisschen weitergemacht. Alter, Digga, das ist ja der Wahnsinn. Ich sage, ja, die ist ziemlich gut. Wie oft trainiert die? Zum Schlafen an der Wand irgendwo? Oder wie oft, wie viele Stunden in der Woche trainierst du? Also ich habe 5 bis 7 Trainingseinheiten die Woche. Das ja, kommt dann auch natürlich immer so auf die Saison an, also in welchem Punkt ich in der Saison bin gerade. Und das sind dann so in den Einheiten meistens 2 Stunden. Also länger dann auch nicht, weil 2 Stunden kann ich dann wirklich volle Power geben, aber es ist schon ein sehr maximalkräftiger Sport und ja. Ja, ich bewundere die ja, ne? Also ich kann nicht so gut greifen und wenn ich dann einmal übersäuert bin, da brauche ich aber einen Tag, bis ich wieder irgendwie zufassen kann. Das wäre nicht so gut, wenn man da irgendwo an der Wand hängt, ne? Nee, also ja, das braucht eine Weile, aber das Gute am Klettern ist, man merkt selbst am Anfang schon ziemlich schnell Fortschritte. Also wenn man mal ein bisschen regelmäßiger klettern geht, genauso. Regelmäßig okay. Eine Woche. Ja. Doch, da kann man nach 2, 3 Wochen merken, dass es besser wird auf jeden Fall. Am Anfang ist es wirklich, wirklich anstrengend. Ja. Ja. Wie viele Klimmzüge schaffst du denn? So maximal? Also wie viel? Ich habe mal ein Battle mit meinem Cousin gemacht. Sogar ja. Dieses Jahr. Da habe ich 25 am Stück gemacht. 25? Ja. Okay. Phew. Nee, ist kein Ziel für mich. Nein? Nein. Ich will dich ja nicht traurig machen. Nein, da bin ich zu schwer für. Die Beine ziehen nach unten. Ja. Kommen wir gleich noch zu Marc. Badminton, ich hatte es gerade schon gesagt, hatte ich im Abitur. Ich habe mir zum... Ich bin mal Westfalenmeister geworden und dann durfte ich mir was aussuchen für 150 Mark damals. Habe ich mir einen Badmintonschläger gewünscht. Wie viel hast du so am Start? Ist das so wie die Tennisspieler, die dann immer so draufklopfen, ding, ding, ding? Oder habt ihr einen dabei und wenn man die Seite reißt, noch einen zweiten? Wie sieht das aus? Also momentan habe ich, glaube ich, 8 bis 10 Schläger in meiner Tasche. Wenn man nicht den besten Tag erwischt, kann es auch mal sein, weil wir haben, glaube ich, ich habe jetzt 14,5 Kilo auf dem Schläger. Mhm. Das ist halt, geht recht schnell, dass wenn man den Ball mal nicht sauber trifft, dass die Seite reißt. Und ja, braucht man auf jeden Fall genug Schläger, gerade fürs Training oder auch für den Wettkampf. Ja, auch wenn gerade mal vor dem Wettkampf beim Training der Schläger reißt oder 2, 3 reißen, da sollte man noch genug Reserve haben. Du hast gerade angesprochen, vor dem Wettkampf,
Gibt es da ein bestimmtes Ritual, wo du dich ja nicht von trennen kannst, wo du weißt, so, morgen ist das Spiel der Spiele und genau die Currywurst muss ich dazu essen, die Socken muss ich dafür anziehen. Gibt es da irgendwas, was immer gleich ist? Es ist eigentlich nicht immer gleich. Es ist irgendwie von Turnier zu Turnier unterschiedlich. Dänemark hatte ich zum Beispiel immer ein Ritual, jeden Abend vor dem Wettkampf visualisiere ich einfach einmal, ich stelle mir vor, wie ich auf dem Platz stehe, wie ich spielen möchte, wie die Taktik aussieht. Ich habe immer ganz gerne auch eine Taktik, wo ich den Gegner mit fertig machen kann. Das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber das ist einfach etwas Spielerisches, was ich sehr gerne im Petto habe und stelle mir dann vor, wie das funktioniert. Und das ist etwas, was ich zur Vorbereitung auf den Wettkampf so machen. Ja, lass mal hören, für die Mädels hier, für Nathalie und Hanna. Was muss man machen, um den Gegner fertig zu machen? Das ist jetzt schwierig. Das kommt natürlich auf die Person drauf an. Ich weiß jetzt nicht, welche Schwächen die beiden haben oder ihre Gegner. Aber im Badminton ist es natürlich so, du hast jemanden gegenüberstehen und meistens kennt man sich extrem gut. Es gibt sehr viele Videos von denen. Und dann suche ich mir ein, zwei Situationen raus, wo ich die Gegner mit ärgern kann und versuche dann einfach die Schwächen immer und immer wieder anzuspielen. Okay, das geht bei euch nicht, ne, Nathalie, dass ihr die Gegner auf der Schiene irgendwie Mühe bekriegt? Nee, das geht nicht, weil wir haben ja unsere Choreografie und da können wir nicht einfach mitten in der Choreografie sagen, oh, jetzt ändere ich mal was. Das ist nicht möglich, also wir müssen da strikt den Plan einhalten. Wie ist das Zusammenspiel der einzelnen Teams eigentlich untereinander? Ist das ein freundschaftliches? Freut man sich, wenn man sich sieht? Ist das Zickenkrieg? Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei uns ist es noch so, wir sind noch nicht ganz so gut befreundet mit den anderen Mannschaften, aber man sieht zum Beispiel bei denen, die schon ein bisschen höhere Platzierungen haben, die sind auch richtig gut befreundet schon miteinander. Wir geben immer unser Bestes, immer wieder neue Mädels kennenzulernen und auch nach den Wettkämpfen haben wir immer Bankett. Und da spricht man dann auch mit den anderen Gruppen, tauscht sich ein bisschen aus, wie so das Training bei denen aussieht oder deren Alltag. Und da knüpft man schon die ein oder andere Freundschaft. Aber so richtig, richtig gut sind wir eigentlich noch nicht wirklich mit irgendeinem anderen Team. Und Olympia könnte dann natürlich Abhilfe schaffen, ne? Also da ist das ist ja so sportartübergreifend. Jetzt die Frage in die Runde, hatten wir gerade im Vorgespräch schon geklärt. Ihr drei kennt euch jetzt nicht. Bis jetzt. Also ihr habt euch hier das erste Mal in dem Sinne gesehen, vielleicht den ein oder anderen Mal aus der Pressemeldung oder im laufenden Bild gesehen. Aber das ist ja auch das Schöne an Olympia, dass man andere Sportarten kennenlernt. Wie ist die Vorbereitung jetzt? Also die Olympischen Spiele sind verschoben worden. Wie ist der Stand der Qualifikation bei euch gewesen oder Stand jetzt, Nathalie? Also bei uns ist es so, wir sind noch nicht qualifiziert. Wir haben noch im Juni bei der EM in Varna eine Chance. Da müssen wir das beste europäische Land sein. Das heißt, wir müssen Ukraine, Spanien, Estland und da gibt es noch ein paar andere schlagen. Also das sind auch Länder, die sich auch noch nicht qualifiziert haben und noch eine Gruppe aus dem europäischen Land kann sozusagen noch zu den Olympischen spielen. Okay, wenn ich dann jetzt aber höre, Ukraine, Estland und so weiter, das ist ja eher so an Russland dran und da ist die Disziplin ja mehr oder weniger zu Hause. Das ist schon ein hartes Brett, oder? Die dann zu schlagen. Also die Ukraine auf jeden Fall, das ist, würde ich jetzt mal behaupten, der stärkste Gegner, den wir sozusagen schlagen müssen. Aber wir sind zuversichtlich, dass auch das möglich ist, weil im Wettkampf kann alles passieren. Und wir geben halt nicht auf, bis wir tatsächlich entweder den Platz haben oder ihn nicht haben. Wie bist du vom Typ, vom Charakter her? Eher positiv oder verbissen? Wie gehst du in so einen Wettkampf rein? Also anfangs bin ich immer ziemlich angespannt, aber das lockert sich dann auf und man ist dann irgendwann in der Halle, fühlt man sich dann wie zu Hause auch. Also je länger man auch da ist, desto einfacher fällt es einem. Und dann bin ich einfach nur noch positiv, weil ich denke immer, wir geben unser Bestes. Es ist nicht so, dass irgendeiner von uns jetzt sagt, nö, heute habe ich mal keine Lust, sondern jeder gibt sein Bestes und halt das, was passiert, das passiert. Und dann können wir daran auch eigentlich nichts mehr ändern. Wenn wir geturnt haben, ist die Übung halt vorbei. Hat es denn auch schon mal so richtig Ärger gegeben, weil die Kampfrichterbewertung eurer Meinung nach eine falsche war? Also wir Mädels
eigentlich uns nicht so wirklich Gedanken darüber. Also ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Mal eine Wertung nicht ganz so war, wie wir uns das erhofft haben. Ja, aber wenn die Wertung so ist, dann ist sie so. Also es gibt die Möglichkeit, einen Einspruch einzulegen. Das machen andere Länder ziemlich oft, wir noch nicht so. Aber uns wurde gesagt, dass wir es auch machen würden, wenn wir tatsächlich unsere Bewertung sehr unfair finden. Okay. Der gibt es ja hier in der Leichtathletik auch. Ich weiß nicht, wie der Preis heute ist, aber der, der für die deutsche Nationalmannschaft den Einspruch eingelegt hat, der hat immer $80 in der Tasche. Und wenn der Einspruch am Start war, buff, ging der los, $80 auf den Tisch und dann Einspruch. Ne? Und dann musste geguckt werden, ob das abgewiegelt wird oder nicht. Hanna, wir hatten jetzt mehr oder weniger den zweiten Lockdown. Wie sieht es bei dir mit dem Training aus? Es war ja im Frühjahr so, dass eigentlich der Sport total brach lag, nichts möglich war, alle irgendwie auf Feld, Wald und Wiesen Sport gemacht haben und du bist einfach in den Wald gegangen. Und jetzt? Also ich glaube, wir im Klettern haben da recht viel Glück. Also die Nationalkaderathleten dürfen in einige Hallen trainieren, auch am OSP, im Kraftraum und so. Und das nutze ich auch so sehr, wie es geht. Trotzdem habe ich auch vor allem im ersten Lockdown, also musste ich ein bisschen kreativ werden, weil eben in den ersten Wochen auch kein Training in den Hallen möglich war und wir sind eben auf die Kletterwand angewiesen. Und ja, dann habe ich zusammen mit meinem Papa eine Kletterwand gebaut, draußen bei uns an der Hauswand und auch in der Garage und habe jetzt auch Ringe in der Küche hängen und ein Griffboard, um ein bisschen Fingerkraft zu trainieren. Alles irgendwie zu Hause, habe ich mein Zuhause auch nochmal ganz neu entdeckt. Weil früher war das immer eher so der Ort der Entspannung. Und da habe ich eigentlich mein Training immer gut rausgehalten. Und jetzt so während Corona, ja, bin ich doch auch sehr motiviert, auch zu Hause fit zu werden. Ja, muss man schon flexibel sein, oder? Ja. Wenn man weiß, was man will, geht man diesen Weg. Auf jeden Fall. Wie war der zweite Lockdown für dich? War das ein emotional größerer Schock als der erste? Wie bist du damit umgegangen? Für mich eigentlich nicht, weil man war es schon gewöhnt vom ersten Lockdown. Also das habe ich sehr stark gemerkt, also auch mit den Athleten untereinander irgendwie wusste man schon, okay, wie haben wir uns zu verhalten und so gegenseitig und es war auch alles schon besser strukturiert irgendwie, auch das Training. Wie gehen wir jetzt damit um? Wann können wir in die Hallen rein und so? Deswegen, ja, eigentlich, und Motivation ist immer noch groß, also auch nicht weniger geworden. Ja. In den Hallen seid ihr ja nicht alleine, ne? Da ist ja dann auch Otto Normalverbraucher, der da irgendwie zum Geburtstag so eine Karte geschenkt bekommen hat, oder? Also jetzt momentan nicht. Also nee, momentan nicht, aber wenn alles normal ist. Ja, genau. Also so. Wir trainieren unter normalem Hallenbetrieb. Aber das funktioniert eigentlich gut. Also, wie reagieren Leute, die dich nicht kennen, wenn die dich da an der Wand sehen? Ja, sind schon beeindruckt teilweise. Aber, also das finde ich am Klettern so schön. Also man redet einfach miteinander, man kommt aufeinander zu, gibt sich irgendwie Tipps, klettert dann auch nebeneinander irgendwie in der Route und dann wird mal rübergeschaut und so. Ja, doch, das ist ja ganz schön. Wie würdest du deine Sportart einschätzen, so vom Lifestyle her? Wir hatten Lilly Stephasius hier, eine Skateboarderin. Wir hatten Andreas Tober hier, ein Turner, sehr, sehr klassisch. Wo sortierst du dich ein mit Klettern? Ich glaube, der Lifestyle von Klettern ist sehr vergleichbar mit Skaten oder auch BMX. Freestyle ist halt eine sehr junge Sportart. Auch vom Publikum her, also das machen viele, viele junge Leute und ja, es ist ein sehr, sehr freier Sport, würde ich sagen. Also du bist frei in deinen Möglichkeiten, du kannst überall klettern gehen. Und ja, das macht den Sport, glaube ich, auch aus. Also das ist, du hast nie irgendwie das gleiche Problem vor dir, sondern immer irgendwie etwas Neues, irgendwie eine neue Herausforderung, ja. Und auch immer wieder neue Routen. Ihr müsst ja, bei Olympia müsstet ihr, so, jetzt müssen wir das ja so aufrollen. Du bist Stand jetzt nicht qualifiziert, richtig? Genau. Also das war ja ganz knapp. Ja, also die letzte Möglichkeit war vor 2-3 Wochen. Jetzt die EM
Also zum Glück, wir hatten die Möglichkeit, dass noch die EM stattfinden konnte dieses Jahr, der letzte Quali-Wettkampf für Olympia. Und da wurde das letzte Ticket bei den Damen und Herren vergeben. Und ich war super, super glücklich. Mit meiner Leistung bin ich immer noch. Also ich habe wirklich alles gegeben, bis zum Ende gekämpft, bin dann noch ins Finale geklettert und habe wirklich noch alles rausgeholt, was ging. Es hat leider ganz, ganz knapp nicht gereicht. Aber ich bin super happy, wie es gelaufen ist. Und ja, bei Olympia, dafür hat es halt leider nicht gereicht, aber ich fokussiere schon Paris an, 2024. Was? Du bist jetzt 19 Jahre, ne? Ja. Also von daher, wie lange kann man klettern, dass das Sinn macht? Kann man mit 30 noch klettern auf höchstem Niveau? Ja. Also das geht schon auch. Da gibt es auch einige Kandidaten, die es sehr weit geschafft haben. Ich würde sagen, so das beste Alter ist so Mitte 20. Also wäre Paris sogar eigentlich perfekt für mich. Und das war auch immer das größte Ziel. Also das war auch mein Fokus, Paris 2024. Tokio wäre einfach ein mega Karrierestart in die Damen gewesen, so würde ich sagen. Und dass es dann doch wirklich so knapp war, hätte ich sogar gar nicht mit gerechnet. Deswegen bin ich umso glücklicher eigentlich, ja. Ja, aber das ist doch schön, ne, dass man das auch sagen kann. Normalerweise ist man ja immer so enttäuscht und es war so knapp und was wäre, wenn? Und im Konjunktiv redet man, aber wenn du da so locker drüber stehen kannst, ist ja spitze und aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben. Also das ist ja dann eine ganz normale Entwicklung, ne? Mhm. Da bist du genauso überzeugt wie ich von, auch wenn ich vom Klettern keine Ahnung habe. Aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, sehen wir dich dann in Paris, glücklicherweise. Marc, ja, du bist hauptsächlich jetzt im Mixed unterwegs, ne? Mixed und Doppel. Und Doppel, aber Mixed ein bisschen erfolgreicher, würde ich sagen wollen, oder? Korrigiere mich gerne. Also die letzte Zeit war einfach, also das letzte Turnier war, waren wir sehr, sehr erfolgreich im Mixed, aber im Doppel hatten wir auch schon unsere Erfolge und okay. Es ist immer, mal läuft das eine gut, mal das andere und das wechselt sich meistens ab. Ich muss es irgendwann noch hinbekommen, dass beides gleichzeitig gut läuft. Aber für Olympia ist es jetzt zum Beispiel so, dass wir im Doppel recht sicher dabei sind. Also ich würde sagen, zu 90%. Da kann natürlich noch irgendwas passieren, weil die Olympia-Quali nochmal fortgesetzt wird im März. Und im Mixed sind wir da zum Beispiel auf dem letzten Quali-Platz, also momentan qualifiziert. Aber ja, da müssen wir auf jeden Fall noch kämpfen und nochmal ein paar gute Ergebnisse holen. Ja, gut, dass wir drüber reden. Habe ich durcheinander gebracht. Alles klar. Nein, also nee, was ist halt immer... Ja? Nee, da hatte ich nur gesehen, irgendwie auf dem zweiten Platz oder so in der Mixed-Wertung, ne? Das sah für mich... Ja, genau, das war dieses World Tour Final. Ja. Genau. Genau, da sind wir auf dem zweiten Platz. Weltranglistenmäßig sind wir im Mixed auch ein bisschen weiter vorne als im Doppel, aber war eigentlich schon richtig. Wie schwierig ist es, sich einmal gegen weibliche Gegner einzustellen und dann wieder auf nur männliche? Gibt es da große Unterschiede, die zu beachten sind? Ja, es ist schon schwierig, gerade zum einen, wenn man Mixed spielt, steht man als Herr beim Aufschlag schon mal weiter hinten als im Doppel. Die Dame steht eigentlich immer vor einem, deswegen, das ist schon mal so die erste Hürde, die man überwinden muss, den Aufschlag genauso gut übers Netz zu spielen. Aber sonst fällt es mir leichter, auch eine Dame auf der anderen Seite zu haben. Die Damen sind natürlich auch richtig gut, aber spielen halt nicht ganz so kraftvoll wie die Herren, nicht gegen die Damen, aber deswegen. Wir sind halt dann das Herrenniveau oder die Schnelligkeit da gewohnt und für eine Dame ist es halt oft schwer, sich da anzupassen und ist halt einfach auch ein ganz anderes Spiel. Also im Mixed eher taktisch und im Doppel ist es auch viel, auch taktisch, aber auch viel über Schnelligkeit und Härte. Das ist halt schon sehr unterschiedlich. Ja, aber ist ja schön. Dann gibt ja nicht viele Sportarten, wo Männlein und Weiblein zusammen in einem Team spielen können. Oder antreten können. Ich überlege gerade. Ja, hier, 4x400 Meter Staffel. Das war ja eine Revolution, als dann auf einmal zwei Männer, zwei Frauen in einer Staffel liefen. Aber sehr interessant. Also fand ich echt gut. Wie war es für dich, als es hieß, Tokio wird verschoben?
Ja, im ersten Moment natürlich eine Enttäuschung da, aber ich habe es auch eher so als Chance gesehen, weil man jetzt noch ein Jahr Zeit hat, sich voll auf Olympia vorzubereiten. Und ich habe auch noch nicht das Gefühl gehabt, dass ich 2020 voll bereit für Olympia gewesen wäre, also dass man noch nicht sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. Und ja, eigentlich war es dann, nachdem die Nachricht rauskam, war es direkt, woran muss ich noch arbeiten, mit Athletiktrainer, mit Trainer, alle zusammengesetzt und überlegt, auch mit Physios, was wir noch alles verbessern müssen, damit wir wirklich in die Top 10 konstant reinkommen, und haben die Zeit dann einfach bestmöglich genutzt, da an allen Baustellen nochmal zu arbeiten, natürlich auch die Stärken nochmal zu stärken. Und ja, ich fand es, ja, es war halt irgendwie nochmal ein Jahr geschenkt, wo man nochmal trainieren konnte. Aber die anderen werden natürlich jetzt auch besser, ne? Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist das Vertrauen noch da, dass ich auch nochmal besser werden kann. Ja, deswegen, ich blicke da eher positiv nach vorne und sehe das halt eher als eine Chance. Hey, ich hab was über dich gelesen, da wurde sie gefragt, was wichtiger, Talent oder Fleiß? Gib das nochmal zum Besten. Was hast du gesagt? Ich muss nachgucken. Nein, du hast gesagt, Talent ist schön, aber mit Fleiß kommt man nur vorwärts. Ja, also es ist schon so, dass man schon talentiert, gewissermaßen talentiert sein muss, aber nur Talent reicht in meinen Augen nicht aus. Die meisten, die da echt extrem fleißig sind, ziehen an einem vorbei. Und ja, ich habe so ein bisschen die Einstellung, wenn man in allen Bereichen versucht, es zu optimieren, dann meiner Meinung nach wird man auch einfach dann gut. Natürlich kann irgendwas dazwischen kommen, eine Verletzung oder andere Dinge, aber wenn man wirklich probiert, in allen Bereichen top aufgestellt zu sein, dann glaube ich auch einfach daran, dass man ganz nach oben kommt. Ja, sag mal, dein Talent von 1 bis 10, wo würdest du dich als Talent einschätzen? Oh, das ist jetzt technisch würde ich sagen 9, körperlich 6. Okay, und Fleiß? Da muss ich schon mehr arbeiten. Fleiß schon auch eher eine 9. 9 bis Ende 10. 9. Ja, dann ist ja gut. Weil wäre ja doof, wenn du jetzt sagen würdest, fleißig muss man sein, aber ich bin eine 3. Dann hätten wir ein Problem. Auf jeden Fall. Ja, hier die beiden Mädels. Wie fleißig seid ihr? Beim Sport. Beim Sport. Also doch, fleißig muss man sein. Ich bin auch sehr fleißig. Ich liebe auch Kraftausdauertraining, wenn man so richtig an die Schmerzgrenzen gehen kann. Irgendwie pusht mich das mega. Und da nutze ich auch den Schmerz irgendwie, um weiterzukommen. Ja, doch. Es macht mir auch Spaß einfach. Schmerz macht Spaß. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, so die letzten 15 Sendungen. Und dabei machen wir das doch alles freiwillig. Also ihr, ich ja nicht mehr. Aber bei mir tut es trotzdem manchmal weh. Nathalie, bei dir, wie ist es da? Ja, gleiche Antwort. Ohne Fleiß kein Preis. Typisches Sprichwort. Ja, also natürlich, es gibt manchmal Tage, da kann man einfach nicht. Und dann ist man vielleicht auch nicht so fleißig, wie man sein müsste. Aber eigentlich jeden Tag das Beste geben. Immer wieder. Wir haben es ja gerade bei dir schon gehört. Die Disziplin ist ganz, ganz groß. Wie zielstrebig bist du? Wie stellst du dir deine Ziele auf? Planst du jetzt schon für nächstes oder übernächstes Jahr oder lebst du im Hier und Jetzt? Also ich bin immer so von einem Wettkampf zum nächsten. Und natürlich hat man die großen Ziele immer vor Augen. Also erstmal ist es Europameisterschaften und Weltmeisterschaften und das Größte ist ja Olympische Spiele. Und die hat man eigentlich immer vor Augen. Aber im Prinzip bin ich immer, der nächste Wettkampf steht an, bis dahin gebe ich jetzt alles. Und dann von dem nächsten Wettkampf zum nächsten Wettkampf wieder alles geben. Also ich gucke nie eigentlich in die Zukunft, bin immer so eher Tag für Tag, Woche für Woche. Ja. Ja, hat sich bei den beiden anderen das irgendwie geändert jetzt in der Corona-Zeit? Also ich habe bei mir gemerkt, ich bin notgedrungen geduldiger. Ich mache mir über nächstes Jahr keine Gedanken mehr. Ich will nicht sagen, keine Sorgen mehr, keine Gedanken mehr. Ich lebe viel mehr im Hier und Jetzt, wie man das ja eigentlich immer tun soll. Aber man ist halt ein Mensch, ne? Man denkt immer so, was wird nächstes Jahr? Wie plane ich das? Hanna, wie sieht es bei dir aus? Ja, also ich glaube, dieses Jahr habe ich auch Geduld gelernt, auf jeden Fall. Es gab weniger Wettkämpfe, weniger Ziele, auf die man halt hingearbeitet hat. Und dann habe ich mir einfach kleinere Ziele gesetzt, also auch Trainingsziele und so. Und das hat
einfach geholfen, auch die Motivation aufrecht zu erhalten, die Disziplin auch, genau. Wie sieht denn bei dir ein Ziel aus? Also bei mir zum Beispiel, zack, 10 Kilometer laufen in Zeit X. Ne? Ich bin ja so ein Freizeitjogger. So, wie sieht bei dir ein Ziel aus, sportlich, wenn nichts stattfindet? Also ähnlich. Dann setze ich mir zum Beispiel im Krafttraining, setze ich mir Ziele wie zum Beispiel, ich möchte 3 Klimmzüge mit 28 Kilo Zusatzgewicht schaffen. Und dann setze ich mir ein Zeitlimit von ein paar Wochen und versuche, möglichst das Ziel zu erreichen. Das reißt aber ganz schön an den Arm, ne? 28 Kilo dazu? Ja, das ist jetzt auch mein Ziel für das Wintertraining jetzt zum Beispiel. Habe ich jetzt ein Beispiel genommen. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe. Natürlich. Natürlich, geht doch nicht anders. Marc, deine Ziele, wie sehen die aus? Im Januar stehen natürlich steht erstmal die Asien-Tour an. Da ist gerade noch fragwürdig, wie wir da hinkommen, ist klar, mit dem Flugzeug, aber müssen noch ein Visum bekommen, ist alles noch so ein bisschen problematisch. Und danach ist das Ziel, sich voll auf die letzten 2 Monate Olympia-Quali vorzubereiten. Da stehen noch 6 Turniere an, die für die Quali zählen. Und danach bestmöglich auf Olympia vorbereiten, also erstmal natürlich qualifizieren, wenn wir uns qualifiziert haben, darauf vorzubereiten dann schauen wir mal, was bei Olympia dabei rumkommt. Du hast mal irgendwann gesagt, du nimmst alles in Kauf, um diesen Weg zu gehen, und da gehört dann auch eine Quarantäne zu, um bei diesen Turnieren mitspielen zu können? Ja, auf jeden Fall. Also in Thailand ist es jetzt so, dass wir eine Woche vorher da sein müssen, sind wir erstmal in Quarantäne. Aber die Quarantänezeit läuft sich auf 2 Wochen und in der 2. Woche starten wir schon das erste Turnier. Aber die Versorgung ist ganz gut, das Konzept von den Thailändern sind eigentlich gut versorgt und bin damit auf jeden Fall in Ordnung. Wie leidensfähig müssen Leistungssportler sein? Also man nimmt ja schon hohe Hürden in Kauf, ne? Wenn man sagt, ja, ich will da mitspielen, das ist mir wichtig und dafür gehe ich dann in Quarantäne, das ist keine leichte Zeit, aber ich mach's, weil es mir wichtig ist. Wie leidensfähig muss ich sein? Also ich glaube schon sehr. Also wenn man nicht leidensfähig ist, dann schafft man es auch nicht, die Grenzen zu erweitern, und wenn man nicht an die Grenzen geht, dann wird man auch meiner Meinung nach nicht unbedingt besser. Natürlich kann man immer ein bisschen besser werden, aber muss halt sehen, wo die Grenzen sind und immer weiter daran arbeiten. Und das mit Quarantänezeit, das finde ich, für mich ist es noch völlig in Ordnung. Also es ist eher so, dass viele rumreisen. Ich glaube, letztes Jahr waren wir auf 27 Wettkämpfen in 10 Monaten. Und das ist eher so die mentale Leidensfähigkeit und auch mal zurückstecken und Familie und Freunde nicht sehen. Das, finde ich, ist eine Sache, die schon sehr extrem ist. Bist du denn gerne zu Hause oder lieber unterwegs? Also ne, man hat es ja gerade so ein bisschen rausgehört, aber manchmal also ich bin schon sehr, sehr gern zu Hause. Es ist schon so, dass ich gerne auch trainiere, an Dingen arbeite, und ich muss jetzt nicht immer unterwegs sein und unzählige Wettkämpfe haben, sondern es reicht mir auch, wenn man 10 Wettkämpfe hätte und da sich dann einfach optimal darauf vorbereitet. Ich bin sehr heimatverbunden, komme aus einem ganz kleinen Dorf. Ja, sag mal. Einwohnern. Wie heißt das? Wipperfeld. Oh, ja, aber da bist du immer noch im Verein, oder was, ne? Habe ich gelesen. Ja, kann das sein? Genau, ja. Spiele ich auch noch. Wahnsinn. Das ist ja eher, in deiner Preisklasse ist das ja eher ungewöhnlich, dass man bei seinen Wurzeln einfach bleibt, ne? Ja, eigentlich schon, aber das ist halt, mein Vater hat irgendwann angefangen, auch seinen eigenen Verein dort zu gründen und ist auch sehr zielstrebig, und meine ganze Familie spielt Badminton, und zuerst waren wir auch irgendwann in einer Mannschaft mit, ich glaube, 5 Lamsfüßern oder sowas und einem anderen Spieler, und das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und da kamen auch immer mehr Spieler, und unser Verein spielt auch in der ersten Bundesliga, von daher kann man nicht da sehr gut weiterspielen mit gutem Gewissen und werde da auch gefordert. Ja, und so verrückte Typen wie euch braucht der Sport ja.
Ne? Also dadurch lebt er ja. Wir brauchen ja welche, die da Leben reinbringen, die sagen, zack, das ist mein Leben. Und die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr, wie könnten die aussehen? Was stellst du dir vor? Mit Zuschauern, ohne Zuschauer? Boah, ich kann mir da noch gar nicht wirklich was vorstellen. Ich denke mal, dass da keine Zuschauer sein werden. Und, ja, bis dahin müssten ja eigentlich alle geimpft sein, damit die dort als Zuschauer teilnehmen dürften. Aber ich denke mal, dass das auch so eine große Blase sein wird, wo wenig Leute sind, möglichst Abstand gehalten wird. Und vielleicht müssen auch alle Sportler geimpft sein. Also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und ja, anders kann ich es mir noch nicht vorstellen. Und ich finde es auch sehr schade. Wäre natürlich mit Zuschauern noch mal schöner. Aber im Endeffekt, es ist die Hauptsache, dass man da teilnehmen kann und ja, dann dort halt kämpft und versucht, die beste Platzierung zu holen. Macht dich das dann traurig, wenn man so einen Ausblick hat? Bisschen schon. Hatte auch gehofft, dass die Familie dann dort ist. Ja, viele aus meiner Familie hatten das schon geplant, auch mitzukommen. Das macht es natürlich schon ein bisschen traurig. Hoffe aber auch, dass es irgendwie 2024 wieder möglichst normal ist und gehe auch auf Paris und ja, werde dann schauen, dass es da vielleicht einfacher ist und mit Zuschauern wieder, aber es macht mich schon ein bisschen traurig, aber ich bin auch okay damit. Hauptsache, es wird stattfinden. Okay. Nathalie, du nickst gerade. Wie wichtig sind Olympische Spiele für dich in deiner Karriere als Sportlerin? Ist schon wichtig, weil das ist eigentlich das Größte, was man bei uns in der Sportart machen, also erleben kann. Und davon träumt man, also sobald man in den Leistungssport einsteigt, träumt man eigentlich davon, daran teilzunehmen. Und wenn es halt nicht klappt, das wäre schon sehr, sehr schade. Hanna, du hattest das ja vor 2 Jahren schon mal erleben dürfen bei den Jugendolympischen Spielen. Hast einen kleinen Vorgeschmack drauf nehmen können. Berichte mal so kurz, was es so besonders macht. Ich meine, ich will jetzt was vorwegnehmen. Ne? Das ist ja bei Jugendmeisterschaften ist es ja immer noch ein bisschen was anderes, weil da ja alle gleichaltrig sind. Bei den Erwachsenen, da hast du den 20-Jährigen, da hast du den 30-Jährigen, da hast du den 35-Jährigen, der hat schon einen 15-jährigen Sohn oder eine Tochter, die macht selber schon Sport. Es ist ja unterschiedlichste Lebenssituationen kommen da zusammen. Aber wie war das in Buenos Aires, ne? 2018? Es war unglaublich. Also es war bisher auch einfach das Highlight meiner bisherigen Karriere. Und es war super inspirierend, einfach so viele Athleten aus unterschiedlichen Ländern und Sportarten zu treffen. Auch im Dorf, das war einfach super toll. In jeder Ecke wurde Sport gemacht und jeder war einfach mit dem gleichen Ziel da und mit der gleichen Leidenschaft zum Sport. Das war wirklich mega und einfach so ein Spirit, der da geherrscht hat. Das ist so nicht vergleichbar mit anderen Wettkämpfen. Wie ist denn das Ziel? Dabei sein ist alles oder ich will gewinnen? Ich glaube, wenn man ankommt gerade, ist man erstmal so baff und dann ist erstmal auf jeden Fall dieses Dabei sein ist alles, aber die Olympiamedaille hat, glaube ich, jeder im Kopf. Und das ist einfach, wofür jeder kämpft. Und das war aber, für mich war das irgendwie so ein Gefühl, das war so ein gemeinsames Gegeneinander bei Olympia. Und das war so schön irgendwie. Man hat den Leuten, konnte man seine Freude am Sport irgendwie ja, nahe bringen, den Zuschauern, aber auch den Athleten gegenseitig. Und es war irgendwie toll. Also es war was ganz Besonderes auf jeden Fall. Ist das verwerflich, wenn man sagt, ich will gewinnen oder ich will eine Medaille gewinnen? Nein, überhaupt nicht. Also ich denke, jeder hat das Ziel. Vielleicht spricht man es vorher nicht aus. Also, aber ich glaube, jeder hat das im Kopf. Jeder kommt mit dem Ziel dahin, zu gewinnen. Das wäre ja auch schade, wenn es nicht so wäre, weil darauf trainiert man ja irgendwie hin. Aber man gönnt sich auch gegenseitig. Also so ist es bei mir in der Sportart total. Das ist irgendwie, jeder ist für sich alleine an der Wand. Jeder kämpft um das Große, um den großen Preis. Aber im Nachhinein freut man sich dann auch für die anderen. Ja. Ja, interessant, ne? Marc, ist das so? Der Gegner, das Doppel gegenüber steht da und dann verliert man gegen die. Wie fühlt sich das an?
Ja, im ersten Moment natürlich sehr enttäuscht, aber Batman ist auch so, dass es alles so eine große Familie ist. Freut sich immer, wenn man sich wieder sieht. Es gibt den einen oder anderen, den man natürlich nicht mag, und da ist man auch extrem enttäuscht und frustriert, wenn man gegen diese Person verliert. Aber ich denke, das ist überall so. Aber im Großen und Ganzen spricht man danach auch, ja, unterhält sich, was man vielleicht hätte besser machen können. Und da sind eigentlich alle recht offen und fair zueinander. Okay, und Nathalie, die Frage geht auch an dich. Kann man dem Gegner den Sieg gönnen? Ja, klar, auf jeden Fall. Weil die trainieren ja genauso hart wie wir. Und ich, also bei uns ist es auch so, es gibt natürlich manche Gruppen, die mag man vielleicht nicht so. Aber selbst denen gönnt man das, weil im Prinzip trainiert jeder gleich hart dafür. Und ja, und wer gewinnt, der gewinnt. Also. Ja, gewinnt Fairness langfristig immer? Ganz schwierige Frage, finde ich. Ehrlich währt am längsten, dieser Spruch. Sollen wir alle darauf antworten? Wir wohl. Wer kommt aus der Deckung? Also ich kann ja mal anfangen. Ich denke, es ist halt alles fair, was irgendwie zum Regelwerk dazu zählt. Also man denkt halt oft, es wäre unfair und macht da irgendwelche mentalen Spielchen, aber solange es halt erlaubt ist. Also ich bin auch, glaube ich, eher einer, der das nicht so auskostet und versucht, an die Grenzen da zu gehen, aber und recht versuche immer recht fair zu sein, aber ich glaube, man muss immer okay damit sein, dass man nicht emotional reagiert, wenn jemand vermeintlich unfair ist. Weil im Endeffekt sind das die Regeln. Das ist schwer, ne? Ist schwer, da nicht unfair zu werden. Aber ich glaube auch, ne? Ich will euch den Druck mal so ein bisschen wegnehmen. Ich glaube auch, dass Fairness das A und O ist. Weil das einen immer wieder einholt, wenn man nicht fair war, dass man dann irgendwie die Vergangenheit überrollt einen dann. Also. Ja, habe ich euch jetzt in den Mund gelegt. Aber das ist meine Meinung. Ich denke, also das, was ich jetzt die letzten 15 Sendungen hier kennengelernt habe, ist alles großartige Sportler, die das mit Leidenschaft machen. Und das ist ja das A und O, und nicht auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwelche Menschen zu manipulieren, damit sie ihren Vorteil daraus ziehen. Und das ist auch das Schöne. Und das ist, glaube ich, auch das, was der olympische Kerngedanke so vermittelt und mitbringt. Ja, dass wir zusammen einer großen Idee nachjagen und unser Bestes beim größten Sportfest der Welt geben. Und mit diesen Worten will ich mal schnell von mir weglenken zu den Fragen an euch. Und zwar geht die erste Frage an Hanna. Was machst du lieber, Bouldern oder Lead? Das ist für mich ganz schwer, mich da zu entscheiden. Und da bin ich auch ziemlich glücklich, dass wir in Paris bei Olympia eben eine Medaille für Bouldern und Lead in Kombination bekommen. Das ist perfekt für mich, dann muss ich mich gar nicht entscheiden. Ich würde sagen, ich mag es gleich gern. Sehr gut. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Ist sogar von Vorteil, wenn man das sagen kann. Ja. Wie kann man sich am besten fit halten, wenn alle Kletterhallen dicht sind? Also ich würde sagen, einfach, man kann laufen gehen. Das habe ich gemacht. Ich habe Joggen gehasst früher, aber ich bin raus in den Wald gegangen und habe echt meine Freude daran doch gefunden, um so ein bisschen Grundlagenausdauer zu behalten. Aber ansonsten kann man ganz, ganz viel machen. Also wie zu Hause habe ich mir ja, wie gesagt, Ringe einfach in die Küche gehangen. Selbst wenn man denkt, ach, ich habe doch gar keinen Platz, kein Problem, neben dem Kühlschrank kann man sich direkt ein Getränk holen danach. Oder auch Griffbretter kann man sich bauen aus Fußleisten zum Beispiel. Holzleisten kann man sich auf ein Brett, ganz normales Brett, schrauben und ein bisschen Fingerkrafttraining machen. Da findet man doch immer, ja, ganz gute Ideen. Man muss nur kreativ werden. Du bringst mich auf Motivation. Ja, und Motivation, ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch was Schönes, unkonventionelle Wege gehen, oder? Und sich Gedanken drum machen, wie man besser wird. Also da ist ja so viel möglich, wenn man es zulässt. Manchmal ist es schwierig, aber da sieht man ja schon, aus deinen Augen sprüht die Liebe zum Laufen. Zu den Ringen neben dem Kühlschrank, wollte ich sagen. Aber ne, geht, wenn man will. So, kannst du dir vorstellen, bei Ninja Warrior teilzunehmen?
Also ja, doch, kann ich mir vorstellen. Ja, also. Seitdem ich's guck, ich glaube, jeder hat da irgendwie mal Lust drauf, in diesen Parcours reinzugehen und das mal auszuprobieren. Ja, doch, hätte ich schon mal Lust drauf. Mal schauen, ob das klappt. Bisher war das immer ein bisschen schwierig mit den Wettkämpfen leider und ich war bis letztes Jahr auch noch zu jung dafür. Aber jetzt gibt es auch ja auch Ninja Warrior Kids. Aber das gab es ja auch dann noch nicht. Ja, ich hatte mal die Anfrage für Ninja Warrior Promi und da habe ich Nein gesagt, weil ich ja gesehen habe, was die da leisten. Ne? Und ich habe gesagt, ich kann mich ja 30 Sekunden festhalten, dann falle ich da ins Wasser. Aber hier bei der Light-Version, da ist das ja ein bisschen abgespeckt. Aber das ist ja auch die Frage, wenn ich zum Beispiel einen Leichtathletik-Film sehe, dann denke ich immer, was machen die da? Das ist doch Bullshit, ne? So Hollywood-mäßig. Aber Ninja Warrior kommt dem schon sehr nah, was ihr da machen müsst, ne? Also das ist jetzt kein Pillepalle. Also Ninja Warrior ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Es ist super anstrengend. Es gibt ja auch in einigen Boulder-Kletterhallen so Ninja-Parcours, die man mal ausprobieren kann. Und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also es ist jetzt was anderes als Klettern natürlich, Parcoursport, aber so ein paar Elemente, dynamische Bewegungen, Koordination, Griffkraft, die man braucht. Doch, ich glaube, da hat man als Kletterer doch ganz gute Voraussetzungen. Ja. Macht Bock. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Ich gucke sowieso die Folge. Also von daher. Nathalie, die nächsten Fragen gehen an dich. Wie schaffst du das viele Training und die Schule? Das ist ja so das übliche Thema immer, ne, im Leistungssport. Ja, ich bin nicht mehr in der Schule. Aber wie hast du es geschafft? Ja, also damals war es für mich sehr, sehr schwer. Also vor allem, weil ich das Bundesland gewechselt habe. Also ich bin von Berlin nach Baden-Württemberg gegangen. Das war für mich schon eine sehr, sehr starke Umstellung. Und mein Trainingsumfang hat sich auch erhöht, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin. Das heißt, Schule schwerer, Training schwerer und dann lief nicht so super. Dann habe ich halt mich entschlossen, nach der 11. das zu beenden, ein Jahr lang ein Praktikum gemacht sozusagen. Jetzt habe ich eine Fachhochschulreife, damit bin ich auch super zufrieden. Und jetzt bin ich bei der Bundeswehr und da bin ich super zufrieden, weil jetzt kann ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren und habe nicht mehr irgendwie eine Ablenkung nebenbei. Okay. Wie reagierst du, falls dir im Wettkampf ein Fehler unterläuft? Was ja ab und zu mal vorkommen soll. Ja, das ist blöd. Weil ich kein Einzelsportler bin. Wenn ich ein Einzelsportler wäre, dann wäre ich, okay, da leidet jetzt meine Leistung drunter. Aber wenn ich den Fehler in der Gruppe mache, dann ist das auch blöd für die anderen vier Mädels. Und ich fühle mich dann immer super schlecht, wenn ich einen Fehler mache. Aber die Mädels fangen einen auch immer auf und sagen, das ist nicht schlimm, das kann jedem passieren. Und wir unterstützen uns da super, deswegen erstmal sehr enttäuscht, aber kann man fangen. Ich glaube, das macht ein gutes Team aus, ne? Auch verzeihen zu können. Man gewinnt zusammen, verliert zusammen. Ja, das wäre ja blöd, wenn jetzt jemand Fehler macht und dann sagst du, ja, du bist schuld, dass wir nicht uns besser platziert haben. Wir sind ein Team, das kann man nicht machen. Ja. Wie sieht dein Tag vor einem Wettkampf aus? Gibt es Rituale? Viel Mentaltraining. Auf jeden Fall. Ich gehe immer vorm Wettkampf die Übung im Kopf durch. Also ich lege mich hin, lasse zum Beispiel auch die Musik laufen und gehe die Übung durch. Und versuche dann halt einen optimalen Durchgang zu machen, jedes Mal. Und ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich Rituale. Also ja, das typische Bräunungscreme machen, nochmal baden gehen davor. Also wir müssen immer uns Bräunungscreme drauf machen, damit wir nicht so blass sind. Das sind so die typischen Sachen, die ich eigentlich immer mache. Also ist eigentlich im Prinzip auch ein Ritual. Ja. Wie weit im Vorfeld packst du deine Tasche? Gibt es da auch sowas? Also ich habe immer 2 Wochen vorher angefangen, die ganzen Spikes da hinzulegen und drumherum zu tanzen. Und ja, die nehme ich alle mit und dass sich so ein Gefühl entwickelt. Ich bin immer last minute. Immer die Nacht, bevor wir losfahren, packe ich erst alles. Also scheint zu klappen. Ja, ich habe bis jetzt auch noch nie irgendwie was vergessen. Und wenn ich mal was vergesse, dann hast du noch 4 andere Mädels, die höchstwahrscheinlich irgendwas doppelt haben. Ja, okay. Okay, kann nichts passieren. Das ist das Schöne am Team. Ja. Ne? Ja. Marc, an dich. Was war dein bedeutendster Moment im Badminton? Ja, das war ganz klar vor
ein paar Wochen die Denmark Open, wo wir da gewonnen haben. Also es war halt einfach bislang größter Erfolg in unserer Karriere. Ich glaube, es war auch schon sehr lange her, dass es ein Deutscher nochmal gewonnen hatte. Man muss halt auch dazu sagen, es waren die Asiaten auch nicht da, aber es war mehr oder weniger eine kleine Europameisterschaft und ja, war dementsprechend so größter Erfolg bislang in meiner Karriere. Matchball gegen dich. Wie schaffst du es, das Spiel, Säue, Eil, steht da, Spiel, doch noch zu drehen? Das Vieh. Ja, das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig, aber ich probiere dann einfach immer alles hochzufahren, was geht. Also wirklich alle Bereiche hochzufahren, voll klar zu sein. Vor diesem Ballwechsel dann ganz klar eine Taktik zu haben, wieder den Plan vor Augen zu führen. Aber das Wichtigste, was ich in diesen Momenten finde, ist, weiter Mut zu behalten. Sobald man Angst hat und sich irgendwie die Schläge nicht zutraut, dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn man einfach mutig ist, dann läuft das schon irgendwie. Ja, das ist ja auch immer so unglaublich spannend. Ja, das Spiel ist beim nächsten Schlag vielleicht zu Ende. Aber sobald man diesen Gedanken zulässt, ist es ja auch zu Ende. Bist du dann wirklich ja. Und jetzt und nicht da und auch nicht da? Wie stellt man sich das vor? Bist du dann in so einem Tunnel? Also man ist schon im Tunnel, definitiv. Aber ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man diese Gedanken hat und man muss damit irgendwie ja, zurechtkommen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich darf so einfach nicht denken. Ich glaube einfach, dass man ja, darüber im Klaren sein muss, dass es eine krasse Situation ist und wie man damit dann umgehen wird und dass man dann halt auch nach vorne schaut. Aber ja, wie gesagt, mutig sein und im Endeffekt habe ich das Gefühl, danach kann man sich dann auch nichts vorwerfen. Also wenn man alles probiert, dann, wenn es dann nicht gereicht hat, dann soll es halt so nicht sein. Aber ja, ängstlich an die Sache rangehen, funktioniert nicht. Aber so einen Nervenkitzel erlebt man doch eigentlich nur im Sport, oder? Ja, also das ich hatte einmal eine Situation in China, da es gibt ja ab 20 beide, ist ja im Badminton so, dass man 2 Punkte Vorsprung haben muss und bei 30 ist Ende. Und dann war das ersten Satz verloren, zweiten Satz 29 beide und ich schlage auf den Chinesen auf und der Chinese ist halt einfach extrem groß gewesen und sehr aggressiv und da war es halt schon so, dann steht man da und weiß genau, keine Ahnung, wie viele tausend Zuschauer schauen jetzt einfach dir zu, wie du aufschlägst und wenn der Aufschlag ins Netz geht, also er muss halt einfach so übers Netz fliegen, sonst tötet der Gegner einfach den Ball und dann ist halt vorbei. Und das war halt eine richtig krasse Situation und wusste ich zuerst auch nicht, wie ich damit umgehen soll, aber in dem Moment habe ich einfach gedacht, so jetzt machst du einfach den Aufschlag, den du spielen möchtest und bist auch eher mutig und ziehst jetzt nicht zurück und ja, Aufschlag war gut, aber leider haben wir den Ballwechsel trotzdem verloren. Okay. Ja, das ist schon kribbelig dann, ne? Da schließe ich vielleicht auch die nächste Frage an. Die wichtigste Voraussetzung eines Spielers, um erfolgreich zu sein? Mehr der Kopf, mehr der Arm, mehr die Beinarbeit, mehr die Teamfähigkeit. Was gibt's da? Es ist irgendwie alles. Also es spielt halt alles irgendwie eine Rolle. Einerseits den Spaß am Spiel zu haben, andererseits halt auch sich quälen zu können, über die Grenzen hinausgehen zu können. Technisch, taktisch muss man gute Voraussetzungen haben. Aber ich glaube, am wichtigsten ist das, was ich auch eben schon gesagt habe, dass man halt fleißig ist, ein bisschen Talent natürlich auch hat, aber einfach daran glaubt, dass man es schaffen kann und voll daran arbeitet. Und der Kanarienvogel ist gar. Okay. wo war ich jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Fleiß. Ja. Fleiß, genau. Ja. Daran arbeitet. Ja, ich glaube. Ja, und das zeichnet euch aus. Das zeichnet euch aus. Ich danke euch für dieses Gespräch. Die Stunde ist rum. Das Jahr ist auch rum. Habt ihr eigentlich alle eure Weihnachtsgeschenke? Mehr oder weniger. was ist das denn? Ihr seid ja genauso chaotisch wie ich früher. Ihr könnt nicht mehr raus. Jetzt wird bestellt oder wird gar nicht geschenkt. Also nicht mehr dazu. Oh, Entschuldigung.
Ich habe nur gesagt, jetzt muss man kreativ werden. Man muss ja auch schauen, dass es noch vor Weihnachten ankommt, Ja. wenn was ankommt, und ansonsten mal schauen. Ja, ich habe dieses Jahr zu früh angefangen, im September. Das Geschenk liegt da immer noch, aber da kann ich gar nicht mehr gebrauchen. Ja. Egal. Aber was soll's. Ich danke euch für dieses Gespräch. Ich wünsche euch für die nächsten Monate und Jahre alles, alles Gute, dass es alles so eintreten mag, wie ihr euch das vorstellt, wie ihr euch das wünscht, dass euer Erfolg, den ihr gut vorbereitet habt, genauso weitergeht. Und dass ihr jetzt die nächsten Monate gesund bleibt, ihr euch gut vorbereiten könnt. Wir sehen hier noch so ein paar Grüße eingeblendet, von Simon Kimmerling zum Beispiel, ne? Von Katharina Pagel. Hallo, Nati, wer ist das denn? Wer ist das? Die Schwester von der Frau von meiner Mama. Ah, okay. Und ja, damit auch von unserer Seite an alle, die zugeguckt haben, alles Gute. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste dieser Tage. Habt ein schönes Weihnachtsfest, den Umständen entsprechend, so wie das alles gehen mag. Haltet die Ohren steif und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter im nächsten Jahr. Und dafür alles Gute und Tschüss.